TV-Ziel-Tennisprofi. Ex-Davis-Cup-Spieler Markus Zöcke hilft dabei. Zusammen mit Tennispoint, dem Onlineshop des Jahres, und Head sucht Markus Zöcke das Top-Talent 2012. Dem Casting-Sieger winkt ein Tennisstipendium im Wert von 75.000 Euro. Für die 11 anderen Gewinner gibt es Preise im Wert von 40.000 Euro. Mitmachen können Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 18 Jahren. Erste Station ist ein kurzes Bewerbungsvideo oder ein Casting in der Tennispoint Academy in München oder bei einem der vielen bundesweiten Castingtermine. In der Jury sitzen FedCup-Cheftrainerin Barbara Rittner, ATP-Profi Florian Mayer und Academy-Leiter Markus Zöcke. Ja, Wildcard ready for recall. Haben wir einmal Head im Boot. Head stellt die Jury rund um mich herum. Mit Flo Mayer haben wir den besten deutschen Tennisspieler in der Jury. Barbara Rittner, die FedCup-Chefin, ist auch mit dabei. Tennispoint übernimmt die ganze Werbekampagne. Wir haben einen großen Auftritt im Internet, gehen jetzt dann auch raus zu Turnieren, machen Scouting-Camps. Also die nächsten 3 Monate, die werden richtig spannend und aufwendig für uns. Haben eine Wahnsinnsnachfrage, unglaublich viele Klicks auf der Internetseite. Jetzt sortieren wir so langsam. Einige haben wir schon gesehen, die sind auch im Recall. Und am Ende, im September, werden wir dann einen oder eine festlegen, die bei uns für ein Jahr trainieren kann, natürlich auch Turniere besuchen kann. Und so weiter. Also wir suchen quasi das Talent 2012. Zum Recall im September schaffen es die besten 192 Talente. 3 Tage lang geht es dann um den Sieg und die 12 besten Tennistalente sind in der Finalwoche vom 9. bis 15. September am Start. An diesem Tag gibt es dann auch den Gutschein für das Tennisstipendium im Wert von 75.000 Euro. Bist du bereit? Dann zeig dein Talent. Nutz deine Chance. Wir machen dich zum Profi.